Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Astronier. So, ich habe mir jetzt noch mal ein bisschen Gedanken gemacht und ich will jetzt mal Folgendes ausprobieren. Ich habe jetzt hier mal meine Breiteanpassung abgenommen. Und jetzt wollen wir mal gucken. Na, da landet das jetzt direkt rein. Dass ich hier jetzt sozusagen ein kleines Loch reinmache. Wo er das eigentlich auch instant reinsetzen sollte. Und oh. Ich wollte gerade sagen, warum ist da jetzt eine Ressource oben drauf? Aber gut. Dass wir jetzt hier quasi ein kleines Loch drauf machen, dass es dann vielleicht hier doch nicht wegbackt oder wegglitscht oder wie auch immer. Mal gucken, ob das jetzt so ausreicht. Ich werde... Na, jetzt ist der nicht mehr... anzusetzen hier. Vielleicht so und dann... Naja, soll ja eigentlich direkt ins Loch gucken. Ja, gut. Das dürfte schon mal gepasst haben. Die können greifen. Wollen wir nochmal gucken, dass wir doch ein bisschen weiter nach vorne ziehen hier. Jetzt können wir mit allen greifen. Ist direkt im Loch. Wunderbar. Dich kann ich auch verankern. Sieht zwar ein bisschen blöd aus mit diesem Loch hier, mit diesem kleinen, aber ich hoffe mal, dass das vielleicht dann doch ausreicht. So, und dann habe ich mir jetzt überlegt hier, ganz ehrlich, das mit 3 ist doch ein bisschen too much. Ich werde das jetzt mal ausprobieren mit so einem wunderschönen großen Turm. Und hinten natürlich alles voll mit Batterien, ne? So wie es ist auch gehört. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das Ganze jetzt so ablaufen wird. Das heißt, wir können hier eigentlich auch schon mal einen Gaskanister wieder wegnehmen. Können wir hier vorne dran setzen. Und jetzt lasse ich es mal so durchlaufen. Mal gucken, ob das jetzt auch so klappt, wie ich das haben möchte. So, zwischendrin können wir jetzt auch mal hier sagen, hier fliegt mal los. Weil quasi von vorne soll dann halt eigentlich einmal alles genommen werden. Mal gucken, ob wir wirklich die Batterien dran lassen. Das ist nämlich der Turm von hier hinten. Da steht jetzt natürlich hier wieder auf der Plattform nichts mehr drauf. Aber mal gucken, ob das Ganze jetzt auch so passt. Und hier würde dann sowieso nochmal was anderes hinkommen. Denn wie man sieht, es ist hier nachts relativ dunkel. Ich glaube, ich werde hier dann eher was mit Licht machen. So, und jetzt bin ich mal gespannt, wie das jetzt aussieht, wenn da jetzt richtig Power hintersteckt. Okay, der Ton kommt schon gar nicht mehr hinterher. Auf jeden Fall. Wenn beide gleichzeitig laufen, dann geht das Loch sogar leer. Mal gucken. Ist aber so momentan schon deutlich besser als alles andere. Weil so wird eigentlich auch nochmal fast permanent... Naja, wir haben immer noch keinen permanenten Betrieb. Dafür brauchen wir halt den dritten. Aber der dritte, das wäre zu viel für die anderen zwei hier. Aber wir kriegen ja hier schon fast einen kontinuierlichen Betrieb von Harzlieferungen jetzt hin. Der ist jetzt gleich fertig mit Ausdrehen. Dann dürfte es eigentlich auch weitergehen. Hoffe ich mal. Darf halt bloß den jetzt hier erstmal nicht wegnehmen, weil wenn ich da jetzt noch einen hinsetze, dann funktioniert die ganze Kette nicht mehr. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir das Ding jetzt da hinten eigentlich auch anständig vollkriegen. So, das war jetzt erstmal das. Das war ja jetzt noch quasi der einfache Teil. Machen wir jetzt auch erstmal noch mal ein bisschen Deko, weil wie gesagt, es ist da halt schweineduster. Ich werde mal kurz, was habe ich jetzt hier noch dran? Achso, meine Breiteanpassung, ja. Muss er wieder ans Geländefahrzeug. So, dann gucken wir mal. Hohes Lager, ich weiß, dass ich dich schon mal hatte. Ne, hohe Plattform ist das. Da war das hohe Lager, das braucht ein Keramik. Dann holen wir uns jetzt einmal ein Keramik. Und dann werden wir uns hier der ganzen Sache auch nochmal widmen. Auch das wird nochmal ein wenig kompliziert. Aber auch da
will ich langsam das mal zum Abschluss bringen, sodass man auch wirklich sagen kann, oh gut, das passt jetzt so. So, das hohe Lager haben wir. Da kamen denn immer nur Einser-Spots rauf, ne? Können wir schon mal ausstellen, ja. Da kamen dann zwei Einser-Spots rauf und gut, das heißt, ich brauche jetzt noch einmal das Blutlicht. Ne, Verpacker, kleiner, Dynamit, Arbeitslicht. So, ein Arbeitslicht wollen wir haben. Das braucht ein Kupfer. So, ich muss mal hier erstmal die erstmal wieder zurückziehen. Und Kupfer haben wir auf der anderen Seite. Hier haben wir Kupfer. So, nehmen wir uns mal ein Kupfer. Das heißt, hier einmal ein Kupfer rein. So, haben wir das erste Licht. Und dann würde ich gerne zwei Flutlichter haben wollen. Und die brauchen Wolfram. Oh, das sind aber teure Flutlichter. Und lass mich raten, ich habe gar keinen Wolfram mehr hier. Okay. Das ist natürlich jetzt doof. Ich habe hier noch Titanit. Ich habe hier noch Zink. Aber ich habe keinen Wolfram hier. Na gut, das heißt, das ist ein Gaskanister, den brauchen wir nicht. Das heißt, ich müsste eigentlich mir zwei neue Kanister mitnehmen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir für Wolfram jetzt auch nochmal mehr Kanister da haben. Das heißt, wir machen jetzt einfach nochmal zwei weitere Kanister. Sicher ist sicher. So. Auch gleich zwei Glas mitnehmen. Läuft ja hier alles noch weiter schön im Betrieb. Na, wollen wir mal gucken, wie viel nachher am Ende da aus den ganzen Kanistern raus ist und warum renne ich jetzt in die falsche Richtung? Das weiß ich selber noch nicht. Das weiß ich selber noch nicht. So, hier, wir müssen ja hier erstmal Kunststoff machen. Und er will irgendwie nicht das ganze Zeug hier haben. So, Kunststoff einmal herstellen. Dann müssen wir uns nämlich erstmal Wolfram holen. Damit wir mehr machen können. Ich will halt hier hinten immer noch mal kurz gucken, aber sieht soweit ganz gut aus. Können wir uns auch die nächste große Eisenförderanlage noch mal machen. Wäre auch nicht so verkehrt. So, dann gucken wir mal. Jawohl. Dann holen wir uns schnell einmal kurz Wolfram und dann passt das auch. Aber erstmal brauchen wir jetzt neue Kanister. So. Das Arbeitslicht, das kann ich ja schon mal hinten dran setzen. Na komm, dann können wir es eigentlich auch schon fast. Naja, nee, halt. Ich hole mir erst das Wolfram, sonst komme ich hier nachher durcheinander. So, nehme ich mir jetzt die zwei Kanister noch auf jeden Fall mit. Damit wir notfalls auch nochmal austauschen können. So. Und dann schauen wir mal, dass wir jetzt auch Wolfram haben. Das war die Sache, die Wolfram hatten wir jetzt. Genau, auf dem Mond war das. Auf dem Mond. Oh, mal gucken. Nicht, dass ich jetzt hier den Falschen immer durchgucke. So, einmal Mond. Wo bist du? Da bist du. Einmal rüber. Und da unten können wir auch gleich landen. Sehr gut. Gut. Hier hatten wir uns denn jetzt nur runtergebohrt, ne? Selbstständig, um einmal kurz Wolfram zu holen. Ja, hier ist es. Und der ist ja noch nicht mal beim Ansatz voll hier. Was hast du denn hier gemacht? Außer nichts. Na gut, dann nehmen wir nur das bisschen hier mit. Ja, das ist das, was ich halt meinte. Irgendwann hört er dann halt einfach mal auf, zwischendrin zu arbeiten. Aber egal, das dürfte eigentlich ausreichen. Wie viel ist da drin? 9 Ressourcen. Das ist ja mega, 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 mega viel.
So, einmal kurz nach oben geflogen, angesetzt und wieder nach Hause gebracht. Naja, wir müssen gucken, dass wir auch die Produktionslinien nach und nach immer weiter erhöhen. Damit dann solche Fauxpas dann einfach draus werden. Jo, wir fliegen einfach zum nächsten. Oder wir fahren eher gesagt zum nächsten Ausgrabungspunkt. Oder halt auf jeden, naja, okay, jeden Planeten, dann müssten wir ja auch nochmal fliegen. Das wäre ja auch ein bisschen blöd. Bei einer Ressource dann mehrfach irgendwo hinzufliegen. Aber na gut, jetzt haben wir hier erstmal Wolfram drin. Dann können wir dich erstmal beiseite stellen. Dich ausfahren lassen, damit du das hier einschmelzt. Und den aktivieren wir mal kurz, damit das hier schon mal in Reihe und Glied läuft. So, hier einmal den dahin, einmal den dahin. Ah, hat hier alles seine Ordnung. So, wie sieht's jetzt hier aus? Was ist hier Phase? Warum läuft der nicht mehr? War das jetzt hier für ein Problem? Okay. Hier liegt da auch einer. Ich glaube, wir waren durch das Hin- und Herfliegen ein bisschen zu schnell. Ich glaube, es wäre doch besser, wenn wir hier hinten dann nochmal ein Lager setzen. Na gut, ein Lager ist jetzt nicht so schlimm. Da kann ich mir sogar hier zwei von klauen. Hühü. Das haben wir fix gemacht. Dann nehmen wir uns hier doch nochmal ein Pufferungslager, was dann einfach nur da ist, um das Ganze dann aufzupuffern. Wahrscheinlich durch den Eintritt in die Atmosphäre. Beim Zwischenladen fängt die Maschine an zu hakeln. Das könnte natürlich sein. Und da wir jetzt gerade immer hin und her geflogen sind. Schlecht. So, jetzt müssen wir hier einmal schnell auspacken. Hier. Jetzt habe ich hier eine Batterie zu viel, aber das ist nicht weiter schlimm. Die heben wir uns hier mal kurz raus aus dem Ganzen. Halt. Nee, ich wollte nicht auf den Rucksack. Ich wollte hier einmal nur die Batterie erstmal hier hinten drauf stecken. Damit die nicht im Weg rumsteht. Na, jetzt scheint das mehr zu klappen. Die nehmen auch immer schön alles aus dem Loch raus. Passt. So, jetzt haben wir schon 159 da drin. Ne? Und die ersten. Ja, der erste ist jetzt schon mal leer. Das passt. Gut, dann kann ich ja jetzt eigentlich. Ist Wolfram schon fertig hier? Ja. Eins. Zwei. Und da haben wir den nächsten Fehler. Eigentlich sollte er da Wolfram reinpacken. So, jetzt können wir einmal kurz aus und wieder ein. Jetzt passt das auch. Gut. So, zwei Wolfram haben wir. Jetzt brauchen wir nur noch die Flutlichter. Jetzt wollen wir mal gucken, wo die Flutlichter sind. Da sind sie. Na, hier machen wir gleich noch einen. Nein, ich will keinen Anschluss. Ich will Licht haben. Denn in unserer Base ist es auch ein bisschen zu dunkel. So, gucken wir mal, dass wir schnell genug sind. Jawohl, ja. Sieht doch schon mal ein bisschen heller aus. So, jetzt kann der hier hinten erstmal hier wieder drauf. Damit wir den jetzt erstmal los sind. Und dann dürfte es jetzt eigentlich auch langsam passen. 166, ja. Also wir sind schon deutlich schneller in der Produktion jetzt.
Also es haut schon eher hin. Gut. Oh, und jetzt habe ich schon wieder 15 Minuten verschwendet für fast nichts geschafft. Uiuiuiuiui. Komm, dann machen wir es jetzt wenigstens nochmal anders. Das andere schaffe ich jetzt nicht mehr ganz. Ich lasse jetzt hier nochmal den Schredder, den großen, bauen. Und dann gehen wir uns nochmal das Astronium von unten holen. Stahl und Wolfram Carbid. Ja, da war doch was. So, zwei Stahl. Warte, zwei Stahl? Zwei Stahl und zwei Wolfram, ja. Das heißt, wir holen uns jetzt hier zweimal Eisen. Und zweimal Wolfram. So. Dann brauchen wir auch noch Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir auch hier hinten bald mal das Ding hier, das Projekt zum Abschluss bringen. Weil die Maschine hier ist, hinten ist ja immer noch nicht fertig. Sie ist ja immer noch behilfsmäßig und noch extrem weit ausgesplittet. Deswegen müssen wir da jetzt langsam mal gucken, dass wir da alles mal zum Abschluss bringen hier. Ach, brauchen wir auch noch Kohlenstoff zu. Ja gut, dann war das so. Dann kannst du schon mal das machen. Hoppala, das wollte ich nicht. Dann holen wir uns nochmal zweimal Kohlenstoff. Dann dürfte es ja auch passen. Kohlen, 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 Kohlenstoff. So. Gut. Jetzt brauchen wir einmal Stahl. So, haben wir auch. Schaue ich hier nochmal. Ja, hier sieht jetzt... Das sieht ja hier schon mal deutlich besser aus. So. Ja, haben wir. Na, ich glaube, das mit dem Pufferlager da hinten, das ist schon keine verkehrte Idee. Gut, dann kann der hier jetzt schon mal basteln. So, lauf los. Dann hole ich mir jetzt hier doch nochmal das kleine Lager ab. Ist jetzt mal ein bisschen schneller, als wenn wir das jetzt irgendwie mit dem Rover da runter schabbern. Der ist sowieso noch nicht entleert. Das heißt, wir laufen jetzt hier einfach mal den Weg nach unten zu Fuß. Einmal schön nach unten rutschen. Setzen quasi da das Lager dann auf und dann passt das. Und ja, die Bobbahn ist ja eigentlich jetzt auch schon recht schön geworden. Müsste wirklich nur noch rechts und links so ein bisschen noch was reinsetzen, aber so, ne? Das sieht schon gar nicht mal so schlecht aus. Bräuchte man eigentlich, bei der Größe bräuchte man das noch nicht mal richtig. Man könnte sogar an der Decke dann halt Sauerstoff nochmal ansetzen. Oh, hier werde ich nochmal langsamer. Krümmung halt. Na komm, 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 komm. Das schaffst du. Bis hinten durchrutschen. Ja, 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 ja. Komm, rutsch, rutsch, rutsch. So, und ich müsste dann da unten auch nochmal gucken, dass ich da unten dann irgendwie... Ich glaube, ich rutsche jetzt hier nicht mehr so gut. Jetzt auch wegen der weniger Gravitation. So, jetzt geht's nochmal richtig tief bergab. Ah, passt. Aber eigentlich so tief rutschen wir jetzt hier gar nicht. Und oh, das sieht gut aus. Das sieht mega gut aus sogar. Das Astronium ist hier schon voll. Na, jetzt müsste ich mal kurz... Genau. Den müssen wir da hinlegen. So. Und dann ist der jetzt auch voll mit Astronium. Ist nur die Frage, gehen wir vielleicht nochmal ein bisschen rüber? Ich hab leider nicht viel da. Naja gut, ich begnüge mich jetzt auch erstmal mit ein. Also das werden auch schon wieder ein paar mehrere Stunden sein.
Schade, dass man mit dem Behälter sich jetzt nicht noch teleportieren kann. Mal gucken, wie lange unser Hydrazin jetzt noch ausreicht, um jetzt wieder nach oben zu fliegen. Aha. Ich höre schon. Ich höre schon. Und da werden wir schon langsamer. Ende im Gelände. Kein Treibstoff mehr. Aber eigentlich ist der Gang jetzt hier richtig gut gelungen. Wie gesagt, man könnte jetzt wirklich noch sagen, dass man hier ab und zu an der Decke dann halt nochmal ein wenig an Sachen anbringt. Also hier zum Beispiel so einen Autoextraktor hier vielleicht nochmal, um das Ammonium hier zu retten. Im größten Teils. Oder halt auch der Zink und so. Sieht schon ein bisschen merkwürdig aus. Und meine Güte, sind wir stark. Gut. Ich denke mal, ich würde jetzt sagen, ich gehe jetzt hier erstmal offscreen ganz gemütlich nach oben. Ne? Bisschen Eigenlast tragen ist kein Thema. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.